So, wir halten gerade ein Auge drauf, was jetzt alles zum Ausgehen ist. Ein Brand zerstört eure Häuser. Dagegen haben wir etwas. Oh ja, ihr habt doch zugeworfen. Ich schätze, im Bereich der Kirche sein hilft auch. Ich will diesen Mauer bauen. Ich will hier eine kleine, schöne Festung aufstellen, von wo aus wir unseren Angriff hier drauf führen können. Aber wir haben gerade andere Probleme. Deswegen warten wir mal. Und forschen. 300... Was ist das Billigste, was wir gerade forschen dürfen? Kavallerie. Pfeilspitzen. Euer Volk, wo ist unser Holz hin? Ach genau, das ihr verdient ein Denkmal. Unser Holz ist in den Aufbau geflossen. Natürlich benötigen wir ein Denkmal. In unserer Festung. Gut, unsere Stadt scheint gerade aktuell vollkommen stabil zu sein. Wir haben einen akkuraten Mangel an Baumaterial. Aber den werden wir beheben, indem wir gleich einfach ein paar weitere Holzfäller hier hinten platzieren. Dann wird das schon gehen. Diesmal mit Straßen. Kein Wort. Das ist alles nicht passiert. Gut, Straßen, Straßen. In gewissem Maße sind die Straßen noch dafür da, damit ich mich an Sachen orientieren kann. Deswegen binden wir alles Mögliche an. Die Pest ist ausgebrochen. Die Pest. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Feuer. Kleinigkeiten. Okay, jetzt können wir wieder ein bisschen Zeit darauf verschwenden, hier diese Stadtmauer aufzubauen. Die Frage ist, gehen wir bis zu Kaufleuten hoch, um uns eine große Festung hinzusetzen oder nicht? Also was wir dafür bräuchten, wäre Marmor. Bild mir einen Scout aus. Eine Einheit wurde ausgebildet. Wir machen uns auf den Weg, Herr. Lauf. Wir brauchen noch eine Uni. Ein Brand zerstört eure Häuser. Faszinierend. Würde ich wissen, was wir dazwischen quetschen sollten, oder wir machen das einfach mal so. Weil ich finde, dass es etwas hat. Weil es einfach so gut passt. Die Uni kostet natürlich, aber ihr dürft natürlich aufsteigen, weil ihr Zugriff auf eine Schule kriegt. Ah, perfekt. War natürlich der Plan. Auf jeden Fall. Kanonen. Die Stadt entwickelt sich zu einer blühenden Metropole. So.
Okay, weiter auf die Halbinsel gehen wir nicht. Das ist dann unser Festungsbereich. Niemand will saufenden Eisen? Ja. Nehmen wir Baumaterial, das wir zurückgeben können. Das können wir derzeit in unserer Stadtmauer verschwenden. Oder Festungsmauer. So. So. Perfekt. Was mir aber auch auffällt. Ich glaube, die History Edition hat teilweise DLCs nicht drin, oder? Wo sind diese komischen Kanonenstellungen, die man aufstellen konnte? So, wir gehen zu unseren Vorräten. Ich muss immer paranoid checken, ob die plötzlich anfangen auszugehen. Gewürze zum Beispiel. Die gehen geradeaus. Aggressiv. Daher müssen wir hier irgendwie mehr Gewürze reinkriegen. Was nicht ganz so einfach ist, weil der Boden hier echt scheiße ist. Mit einem semi-fruchtbaren Boden zufrieden geben. Der echt vergleichsweise erbärmlich arbeitet, aber dafür haben wir Brunnen. Um das ein bisschen auszugleichen. Ja, je heller das Grün ist, desto fruchtbarer ist der Boden, aber... Das ist schwierig. Ich nehme an, die produziert nämlich gar nicht so viel Gewürze. Nein. Nicht so viel, wie wir bräuchten. Eure Stadt entwickelt sich zu einer blühenden Metropole. So, nutzen wir einfach so viel von der Insel, wie wir können. Für möglichst viele Gewürze. Gerade so im grünen Bereich ist gut, muss gut genug sein. Wenn wir euch einen Brunnen geben, müsste das klar gehen. In euren Straßen wütet die Pest. Da ist mehr grüner Bereich. Anbauen. Versorgung. Salz und Gewürze gehen aus. Wir sollten Tabak sichern.
Ironischerweise könnte jetzt wirklich der Zeitpunkt sein, Tabak anzubauen. Nicht zu viel, einfach nur etwas. Hier haben wir viel fruchtbaren Boden, den wir nutzen können. Das war 2 zu 1 im Verhältnis, nicht wahr? Die KI hat jetzt 2 zu 1 rumstehen. Also machen wir das auch mal. So, damit wir sehen können, wo wir bauen müssen. Oder dürfen. An die Berge dürfen wir gar nicht rankommen, nicht wahr? Na, verdammt. Dürfen wir keinen fruchtbaren Boden daran verschwenden? Nein. Reguläre Kontore. Dürfen wir keinen fruchtbaren Boden daran verschwenden, hier so großartig Markthäuser hinzusetzen? Steht euch ein Denkmal zu. Der schwarze Tod tötet eure Leute. Hier bitte ein Denkmal für euren Erfolg. Übrigens, rüstet das Schiff. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. So, mehr Baumaterial und so. Ahoi, ihr Wasserratten. Ja, wir machen gerade viele Kohlen. Wir sollten das Baumaterial wieder sperren. Bevor die Bevölkerung plötzlich über uns hinaus wächst und wir nicht in der Lage sind, sie weiter zu versorgen. In die Wanten! Nein. Schön mehr geben. Gut. Hier können wir halt sehr viel rausziehen, deswegen sollten wir so viel es geht da rausziehen. Hier ist gut genug. Wenn wir einen Brunnen dazu stellen, wird es klappen. Dann eine Tabakverarbeitung, die wunderbar direkt außerhalb davon hinpasst. Die Straßenanbindung hoffentlich kein zu großes Problem wird. Der schwarze Tod fordert seine Opfer. Da passt eine Plantage hin. In euren Straßen wütet die Pest. Da passt eine Plantage hin. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Brunnen dazusetzen. Eine weitere Verarbeitung. Damit wir endlich wieder versklavten Lungenkrebs herstellen können. So. Und deponieren wir die restlichen Baumaterialien. Manche 3 Produktionsketten reichen für den Moment. Können wir überhaupt auf 4 hochgehen, gerade mit den Baumaterialien, die wir haben? 6 Steine können wir nicht. Wir hätten nämlich gerade mal genug für 2 Plantagen. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. So. Eine sehr kurze Route. Hier bitte. In Zwackau. Zwack da ab. Das.
so viel wie du kannst. In Hunafa. Zwack da rein. Das. Eine das. Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Schiff ist go. Wir nennen dich. Langboot. Sind wir ein paar neue Namen reingekommen, die man direkt benutzen darf? Genau, unser Kundschafter. Es ist uns eine Ehre. Von eurer Stadt ist nichts übrig. Ihr Lappen. Wir sollten Kanonengießer aufstellen. Die Einwohner sind zufrieden mit euch. Das Leben eures Scouts ist in Gefahr. Was? Du absoluter... Ich sag dazu gar nichts. Soldaten sind ausgebildet. Es ist uns eine Ehre. Renn dahin. Und dann rennt es diesmal. Er steht auch hier irgendwo und wir haben ihn hierhin geschickt. Er rennt erstmal hierhin. Warum haben wir damit nicht aufgeweckt? Nein, die scheinen sehr, sehr tot zu sein. Es ist schön, dass die Kay absolut hier tot ist. Oder sie ist grundlegend überfordert damit, dass wir bei denen gerade sitzen. 80 Wissen. Kriegen wir nicht. Dafür brauchen wir Kaufleute. Das bedeutet, wir brauchen ein Badehaus. Das bedeutet, wir brauchen Zugriff auf Marmor. Ja, mein König. So, du Wahnsinniger. Tu das nicht nochmal. Ihr seid vollkommen befordert. Wie wär's mit Schwertern? So, jetzt stellt ihr meine Waffen her. Musketen möchten wir auch mal lernen. So, Bogenschütze sind theoretisch eine sehr günstige Alternative, um Gebäude loszuwerden. Praktisch gesehen vergleichsweise nutzlos, glaube ich. Nein, nicht angreifen. Renn dahin und finden wir raus, ob da Marmor ist oder nicht. Oder Salz. Setze mich in Bewegung, mein König. Erz. Erz. Der Scout hat ein Erzvorkommen entdeckt. Eine Erzader wurde gefunden. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Ist das ernst? Die Insel bietet Salz. Salz! Das ist... sehr schön, aber kein Marmor. Okay, zumindest haben wir Salz. Hi, Captain. Wie geht's unserem Geld? Unserem Geld geht's klasse. Gib uns einen großen Kriegsschiff-Auftrag. Marmor gibt's auch nur auf gemäßigten Inseln, soweit ich weiß. Das Marmor oder ist das Stein? Ich bin mir nicht sicher. Ein neues Schiff ist. Das ist unser Verbündeter. Hoppla. Den sollten wir möglicherweise nicht ermorden, um seine Ressourcen zu klauen. So. Für dich habe ich einen. Also, erstmal brauchen wir nördliche Hoffnung wieder. Das ist ja immerhin unser kanonisches Flaggschiff. Ahoi, ihr Landratten. Aber ein weiteres hätte ich in den Auftrag gegeben. Das Volk achtet eure Herrschaft. Wie kommen wir an Kaufleute ohne Marmor? Ein neues Schiff wurde fertiggestellt. So, für dich habe ich einen Namen vorbereitet.
Die Merquisitor. So. Weil eine gewisse, sehr wahnsinnige Person Sylvanas die Schafe mäßt, die Mäß der Schafe gezählt hat. Das ist eine Leistung für sich. Ich weiß nicht warum. Aber es muss gewürdigt werden. Gibt es irgendwo überhaupt noch gemäßigt mit, was weiß ich. So, wir heben neuen Scout aus. Neue Einheiten sind bereit. Was und du gehst mit der Mähdrescher los und schaust dich ein bisschen weiter um. Hart am Wind! Für euren Erfolg steht euch ein Denkmal zu. Ein Denkmal, noch eines. Ein Reisender hat die Pest in eure Siedlung eingeschleppt. Habt ihr Nahrungsprobleme? Nein, aber Alkohol, oh. Die Leute haben ein Alkoholproblem. Es gibt nicht genug zu saufen. Denn das ist immer, was Alkoholprobleme bedeuten. Es ist nicht genug da. So und so. Nur um ganz sicher zu gehen. Das Spiel nicht der Ansicht, dass die Sachen nicht passen. Das Spiel ist manchmal der Ansicht, dass die Sachen nicht so passen, wie wir... Lass das. Wie wir wollen. Im Bereich oder wie? So. Auch das ist jetzt mit Brücke angebunden. So. Feuer ist ausgebrochen. Dass ich das nicht mehr wirklich erkennen kann, ob das passt oder nicht, das spricht auch für sich. Sagen wir einfach, so passt es und geben uns dann damit zufrieden. Wenn hier zwei weitere Brauer stehen haben. Brauer sucht Frau. Gut. Was können wir noch mitmachen? Gehen uns noch irgendwelche Sachen aus? Salz. Da können wir nichts gegen machen. Nennen wir es einen Musketen. Gut. Wie sieht es mit Marmor hier aus? Befehlt und wir gehorchen. Es Erz. Ist Eisenerz auf dieser Insel. Anker lichten! Womit können wir dienen? Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Warum enttäuschst du mich so? Flotte setzt sich in Bewegung. Gibt's hier jemand? Ich glaube, Marmor gibt's wirklich nur auf Grün.
dem Weg, mein König! Nein, hier lebt niemand. Ahoi! Womit können wir dienen? Wie die einfach komplett hoch expandiert sind. Hier könnte Marmor sein. Und wahrscheinlich hat das Spiel, ist das Spiel davon ausgegangen, dass wir uns hier irgendwo ansiedeln. Auf einer kleinen Insel, aber als ob wir uns auf einer kleinen Insel zufrieden geben können. Ei, ei, Auftrag wird ausgeführt. Wir brauchen einen Mörser. Ich glaube, es gibt einen Weg. Wir kaufen Marmor ein. Billigster Preis, mach voll. So, unterdessen. Können wir wieder ein bisschen Baumaterial zulassen. Ihr habt die legendären Indianer entdeckt. Oh Gott. Was ein absoluter Geldschub. Nein, von wegen Geldschub. Das ist einfach die Stadtbilanz. Stadtbilanz ist so unfassbar positiv. Es wäre schön, wenn die Stadt autark wäre, aber ist sie ja leider nicht. Wo ist euer... Ach ja, genau. Die Pest ist ausgebrochen. Irgendwas nicht zu 100% erfüllt. Wahrscheinlich war kein Salz. Bravo. In eurem Städtchen wohnt man gerne. Stoppen wir das. Gehen wir dem Pionierhaus weg. Ich will mehr Markthäuser. Wir müssen expandieren. Wenn unsere ganzen bisherigen Aktionen unsere Gegner noch nicht geweckt haben, dann wird das jetzt auch nicht mehr machen. Ein Brand zerstört eure Häuser. Ich trete auf eine Quietsche-Ente und der rastet sofort aus. Die Gebäude kosten halt auch Unterhalt. Das spüren wir gerade ein bisschen, aber ich hoffe, das kriegen wir alles da rein, sobald wir Salz abbauen. Die Insel bietet Erz. Wirklich? Erz? Wer hat's gedacht? Aber um Erz müssen wir uns gerade absolut gar keine Sorgen machen. Wenn wir Zugriff auf Salz bekommen, kommen wir da dran? Dürfen wir auf das Salz zugreifen? Denn ich glaube nicht, dass wir das dürfen. Nein. Nein, wir dürfen nicht an das ran.